Guten Morgen zum zweiten Tag hier in Lungri und ich nehme euch im heutigen Video wieder mit auf meine Reise. Schön, dass ihr dabei seid. Ich sitze hier bei einer Freundin und hier wird ein Haus gebaut. Schaut mal die Papaya. Lecker, oder? Wir wurden auf der Straße eingeladen, uns diese Kunstwerke anzugucken. Schaut mal, die haben hier Blumen. Wie nennt man das? Blumenübertöpfe. Die sehen aus wie Beton. Die werden da eingepflanzt. Er hat auch richtig ein Loch gelassen. Ja. Das ist gut. Die sehen aus wie Beton, das ist aber so wie Pappmaché um was richtig rumgewickelt. Toll. And this is a stone from the ocean. And this one, if you want to put some jewelries like a necklace or maybe your rings, you can put it at home. You put your things here. So it's a for me, nice. When that finish is, ne? Yeah, like so you just finish it up there. So, decoration. Here, everything is sometimes if you have it, you need to pick it up, you can come. We're selling, if you want chicken. How old is that? This one is now it's 4 months. Not so old. Not so old. Yeah. Auch ganz kleine Kühnchen. Seht ihr die? Die haben Angst. Hier ist eine Feuerstelle. This one not so old. Aha. This one? Yes. Ach hier, guck mal, kannst du Geranien einpflanzen. You can see this one? Yes. Yes. Heute ist mein zweiter Tag auf Sansibar. In meinen Projekten kann ich noch nicht arbeiten, da jetzt Osterfeiertage sind, also kann ich die Insel noch mal so richtig für mich alleine genießen. So, jetzt gibt es eine kleine Dorftour von mir. Alles, was ihr hier seht, ist jetzt absolut local und ich muss was über die Schultern haben, aus Respekt vor der Religion. Findet man hier auf Sansibar überall, egal wo man geht, auf der Straße, am Strand, da muss man halt aufpassen, dass man sich nicht in einen Kuhfladen legt. Jetzt gehe ich mir erstmal etwas Obst holen, das sind hier Maracuja, Avocados, Mangos und Melonen. Während meiner gesamten Reise jetzt bin ich im Dorf Nungwi. Und zwar habe ich hier eine Unterkunft, wo ich schon jahrelang einkehre. Und ja, Nungwi ist an der Nordspitze der tansanischen Insel, die eigentlich Unguja heißt, wird im Volksmund aber Sansibar genannt. Und hier in Nungwi gibt es einen super schönen, breiten Palmensandstrand und auch einen Bootsbauplatz, wo ich immer sage, das ist der Fischerhafen. Aber hier werden auch diese traditionellen Daus aus Holz hergestellt. Außerdem gibt es hier in Nungwi eine Schutzstation für Schildkröten. Und zwar werden diese grünen Meeresschildkröten und andere Arten, die aufgefunden werden, denen wird hier ein geschützter Lebensraum geboten. Und sie werden aufgepäppelt und gesund gepflegt und dann wieder ins Meer entlassen.
Und vor der Küste hier, vor Nungwi, gibt es viele Korallenriffe mit vielen bunten Fischen. Ich war hier auch schon mal tauchen, und zwar hier in der Nähe vor einer Insel, die heißt Nemba. Auf Sansibar gibt es ca. 1,5 Millionen Menschen und 95% davon sind Muslime. Wenn ich hier so durchs Dorf wandere, dann sehe ich immer diese schönen, süßen Shops, die vor jedem Haus existieren. Hiermit versucht sich halt jeder noch ein paar Schilling dazu zu verdienen. Gelebt wird hier auf der Straße. Ich sehe meist nur glückliche Menschen, die nur zum Schlafen ins Haus gehen. Hier tobt abends der Bär. Schaut mal, hier ist der Dorfplatz. Die Wendeschleife sozusagen der Hauptstraße. Hier kommen die Ziegen angelaufen. Hier im Dorf, schaut mal, so sehen die Häuser der Locals hier aus. Alles verwittert natürlich schnell durch die Nähe zum Meer. Es gibt auch unglaublich viel Müll auf meiner Lieblingsinsel, aber daran wird gearbeitet. Die tansanische Regierung hat vor 2 Jahren Plastiktüten verboten, was mich sehr gefreut hat. Und außerdem wird an beiden Schulen in Projektarbeit über Mülltrennung und Müllrecyclingart gesprochen. Das wird bei den Kindern sehr gut angenommen. Die Kinder sind unsere Zukunft. Wenn man hier ansetzt, wird auch die Zukunft besser aussehen in Bezug auf Müll. Beide Projekte kommen aus Deutschland und werden irgendwie durchgeführt. Hier werde ich auch etwas unterstützend tätig sein. Das ist das Klassenzimmer der Schule. Und die Tafel. Schaut mal hinter mir, die ganzen Boote, das sind die Fischerboote, die sind jetzt von ihren Fängen zurückgekehrt und die Frauen haben den Fisch dann abgeholt und die machen jetzt ihre Netze wieder ganz und bereiten alles vor für die nächste Fangaktion. Schaut mal, wer sich da tarnt. Oh, weg ist er.
hier liegen jetzt die ganzen Daus am Hafen. Die Fischer entspannen im Schatten und warten auf den nächsten Fang. Hier ist der Fischerstrand, hier ist der Fischmarkt und hier wird dann gehandelt um die Fänge. Schaut mal, diese Löcher hier am Strand, da sitzt Mr. Krabs drin. Der gräbt hier fleißig Löcher und wohnt unter der Erde. Überall sind diese hier. Wenn ich mal einen Mr. Krabs finde, dann zeige ich ihn euch. Der ist süß, oder? Der sitzt da und klickt irgendwas. Schaut mal hinter mir. Die Kinder, die schwimmen jetzt hier. Und jetzt haben sie gesehen, dass ich ein Foto mache. Schaut mal hinter mir den Sunset. Es ist richtig häufig, dass nun wie eine Wolke dann am Horizont entsteht, so dass der Sunset nur so zu sehen ist, wie er jetzt hier ist. Ansonsten ist nicht zu sehen. Seht ihr die Wolke? Gleich versteckt sich die Sonne hinter der Wolke und dann gibt es keinen Sunset. Seit dem Buch Die Weißen Maasai kennt sie jeder, die Maasai. Sie leben in Kenia und Tansania und sind halb nomadisch. Sie haben Dörfer mit Hütten und einem Kral, sodass ihr Vieh vor wilden Tieren geschützt wird. Die Tiere, das ist ihr Reichtum. Wer viel Vieh hat, der ist reich. Während der britischen Verwaltungszeit wurde ihr Stammesgebiet durch die Einrichtung von Jagdreviere und Naturparks verkleinert. Das brachte viele Maasai in Armut.
Viele von ihnen gingen nach Sansibar, um das große Geld mit Tourismus zu verdienen. Viele der Maasai auf Sansibar sind heute Nachtwächter in verschiedenen Hotels und am Tag verbringen sie ihre Zeit am Strand. Das Geld, was sie hier verdienen auf Sansibar, das schicken sie oder bringen sie ihren Familien. Viele von ihnen kennen das Buch von Corinne Hoffmann, Die weiße Maasai, und warten sehnsüchtig auf ihre weiße Maasai. Tada! Hat euch das Video gefallen? Von dieser traumhaften Insel? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch! Habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, könnt ihr gern auf Abonnieren klicken. Bis bald!